So, liebe Rise and Gold-Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, und wie versprochen, habe ich mich so ein bisschen informiert, wie man denn hier den Durst stillen muss. Und ja, ich habe so mehr oder weniger rausgelesen, dass es hier in der Wildnis Wassermelonen und Äpfel gibt. Das heißt, wir müssen hier irgendwo auf Suche nach Wassermelonen gehen. Bin ich ehrlich, habe ich noch gar keine Wassermelonen hier gesehen. Und das nächste ist natürlich, was ich nicht weiß, ob wir dazu nicht irgendwie in ein neues Gebiet müssen, was noch nicht generiert wurde. Ihr seht, Hunger kommt auch schon wieder zurück. Und das wäre natürlich richtig blöd, wenn wir in Gebiet müssten, um an Wassermelonen oder Äpfel zu kommen. Um ein neues Gebiet zu gehen und hier wir nichts mehr großartig finden würden, sag ich mal. Gut, ich werde mal noch was zu essen hier drauf schmeißen. Ist immer noch roh. Wie funktioniert das mit dem Bacon? Ich kann das Inventar auch nicht so wirklich verschieben. Ich kann den an- und ausmachen. Und hier kann ich es wieder nehmen. Ich kann es aber... Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, wieder genommen. Jetzt habe ich es gerade zerstört. Ah. Ja, dann müssen wir uns erstmal wo was Neues zu essen klopfen gehen. Und dann, wie gesagt, müssen wir auf alle Fälle auch was zu trinken suchen. Beziehungsweise diese ominösen Wassermelonen und Äpfel. Äpfel sollen teilweise beim Holzfällen, beziehungsweise wenn man Bäume abholzt, spawnen oder runterfallen, mehr oder weniger. Und die Äpfel tun sowohl Hunger wie auch Durst löschen. Beziehungsweise ein bisschen den Hunger und den Durst sowieso. Ich probiere mal hier den Baum abzuholzen. Aber auch hier würde ich keine Äpfel oder irgendwas sehen. Kommt nur Holzbei raus. Und hier ist aber auch nichts. Ah, Wassermelone. Da haben wir doch eine. Perfekt. Haha, so. Dann tun wir das mal auf die 4. Gut, wir haben sie in Stücke geschnitten. Alles klar. Gut, dann haben wir das Problem ja mehr oder weniger erstmal gelöst. Also gibt es doch jetzt anscheinend Wassermelonen, die wir jetzt einfach mal suchen gehen müssen. Das heißt, wir brauchen auch derzeit keine Tiere schlachten, um uns zu sättigen. Das Problem ist jetzt nur, wie häufig oder weniger häufig sind diese Wassermelonen, ne? Wir bräuchten ja dann einen relativ großen Vorrat an Wassermelonen, wenn wir denn jetzt eine größere Zeit irgendwo unterwegs sind. Das heißt, später in Höhlen gehen oder länger was bauen. Und ja, das ist natürlich die Frage. Wassermelonen. Ich meine, die Idee ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber die sollte man dann wohl eher anbauen können, als wie in der Wildnis finden. Ich meine, man findet Wassermelonen vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung, in der Wildnis. Oder irgendwann müssen sie ja mal, weiß ich nicht, aus der Wildnis heraus entstanden sein. Von Natur beschenkt sozusagen.
Aber ja, ist natürlich die Frage, wie häufig sind hier Wassermelonen? Und ich weiß nicht, ob das dann so, sagen wir mal, sinnvoll ist mit Wassermelonen. Es kommt darauf an, wie lange das jetzt hält, ne? Das Essen und oder der Durst und der Hunger gestillt. Aber ob das so jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, keine Ahnung. Und ich habe auch ein bisschen Bedenken, dass wenn wir jetzt uns hier wieder tiefer in den Wald begeben, dass wir uns verlaufen und nicht mehr zurückfinden. Hier ist dann wieder der Weg. Jetzt nochmal einmal ums Haus rum. Oder finden wir vielleicht die Wassermelonen irgendwo nicht im Wald, sondern eher auf dem ebenen Gelände? Können wir ja da mal schauen gehen. Und das wäre natürlich dann, ich sag mal, recht unspektakuläre Folgen, wenn wir hier auf Wassermelonensuche gehen müssen, Holz abklopfen, was ja auch recht lang dauert, das haben wir schon mal festgestellt, dass man hier mehr als in Minecraft mehr Holz sammeln muss. Kann man das eigentlich irgendwie abholzen? Na, man muss halt mehr, das klingt wie Stein. Man muss hier mehr Holz abklopfen, man braucht länger, man braucht mehr Holz zum Bauen, man muss größere Häuser bauen. Also das dauert alles schon beim Farmen hier ein Ticken länger wie in Minecraft. Und wenn man dann jetzt noch Wassermelonen suchen muss, die es anscheinend recht selten gibt. War das dann jetzt so ein Glück, dass wir jetzt gerade eine gefunden hatten, oder? Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Und Äpfel soll es auch geben, wenn man Bäume fällt. Davon habe ich, wie gesagt, ja bisher auch noch nicht wirklich viel gesehen. Ich weiß nicht, wann es implementiert wurde. Und was ich auch sehe, ist, dass es wohl bald wieder Nacht wird. Wo ist die Sonne? Die ist schon irgendwo am Untergehen, glaube ich. Da haben wir Schweinchen. Ja, auf der Jagd nach Wassermelonen. Aber irgendwie. Ja, meine, alles klar. So. Das heißt, wir werden die wohl eher im hier in den Ebenen finden. Natürlich auch die Frage, die sieht man ja teilweise so schlecht. Bin ich vielleicht schon an der einen oder anderen Wassermelone vorbeigelaufen, auch schon in früheren Folgen. Und habe das einfach nur nicht wahrgenommen. Kann ja alles durchaus sein. Weil so genau achtet man ja nicht drauf. So, hier ist nichts. Hier hat man damals alles platt gemacht. Boah, die ersten zwei, drei Folgen, das war noch Zeiten, oder? Können wir uns schon hinpuffen? Ja, wir können schon schlafen. Das werden wir gleich mal machen. Das wäre jetzt unser Spawnpunkt hier, aber ist ja auch nicht so dramatisch. Ja, was werden wir dann jetzt machen? Wir werden jetzt noch ein paar Wassermelonen suchen gehen. Gucken, dass wir vielleicht noch zwei, drei, vier Stück finden. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt reicht oder hält. Und dann werden wir den Weg langsam beginnen, mal auszubauen. Da hatten wir das letzte Mal schon angefangen, ein bisschen. Und da werden wir schauen, dass wir den ein bisschen weiterbauen, sprich ein bisschen begradigen. Stein haben wir ja mehr wie genug. Und dann werden wir uns da ein bisschen was anlegen. Können wir auch mal gucken, ob es jetzt hier. Also hier kann man immer noch nichts benutzen, ne? Man konnte das Ding zwar bauen, aber man kann es noch nicht benutzen. Und Webstuhl können wir derzeit auch nur das Zelt bauen. Gibt es verschiedene Farben in dem Sinne. So zur Tarnung, aber mehr auch nicht.
Ja, dann lasst uns mal hier noch ein Stück in die Richtung gehen. Und dann hoffen wir, dass es hier noch irgendwo ein paar Wassermelonen gibt. Ist natürlich jetzt auch wieder so unspektakuläre Folgen und relativ schwer, die Zeit jetzt sinnvoll mit euch zu nutzen, ne? Dadurch, dass ich doch recht, ja, sagen wir mal, konzentriert hier auf dem Bildschirm schaue und guck, wo hier Wassermelonen sind. Dann, wie gesagt, wir brauchen ein paar. Okay, was haben wir da? Kürbis. Kürbis, ja, die Frage ist, Kürbis, stillt er auch einen Hunger, Durst? Ich weiß es nicht. Ich habe nur was von Äpfel und Wassermelonen gelesen. Gut, dann gehen wir mal hier wieder Richtung Basislager zurück. Ist nicht viel, also zumindest sehe ich nicht viel. Das ist noch meine Schweini. Ja, die Schweine können wir natürlich leben lassen, solange wie wir wirklich mit Wassermelonen und Co. hinkommen. Braucht man jetzt nicht unbedingt auf Schweinejagd zu gehen. Zumal das da jetzt irgendwie nicht so wirklich geklappt hat. So, da sind wir wieder hier an unserer kleinen Mine. Gucken wir hier so ein bisschen außen rum. Können ja noch mal ein paar Bäume abschlagen. Einfach um da mal zu gucken, ob doch ein paar Äpfel runterfallen, wie es denn sein soll angeblich. Es soll später auch, habe ich gelesen, dann Apfelbäume geben. Wo wir dann höchstwahrscheinlich dann auch wiederum anbauen kann, pipapo. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann auswirkt. Aber von Ah, hier haben wir Wassermelonen. Was haben wir denn da alles gehabt? Okay, gibt es dann Setzlinge? Klar. Die Wassermelonen kann man nicht stacken. Okay. Also Äpfel habe ich jetzt keine gefunden. Ich weiß nicht, ob die einfach so klein sind. Setzlinge ist schon mal gut, dass sie jetzt Setzlinge auch drin haben. Da hauen wir mal den Baum um. Mit Setzlingen ist ja wirklich schon mal das, was ich so ein bisschen was aufforsten kann. Doch, jetzt habe ich irgendwas hier runterfallen sehen. Irgendwelche Äpfel. Aha, alles klar. Da ist einer. Okay. Das Problem ist natürlich, den ganzen kleinen Schmuh hier zu finden. So. Hier ist wieder unser Resaplings. Ja, ich meine, im hohen Gras jetzt dann die Äpfel zu finden, ganz ehrlich, kann auch eine Suche sein. Das kann einen schon beschäftigen. Aber zumindest mal funktioniert das soweit. Okay. Kann man hier noch ein bisschen. So, hier habe ich auch wieder einen Apfel fallen sehen. Es sah zumindest so aus. Ist natürlich hier die Kunst oder die Schwierigkeit im hohen Gras. Irgendwo einen Apfel zu finden. Das, dürfte nicht ganz so einfach sein. Wahrscheinlich müssen wir dazu erstmal Bäume setzen. Saplings haben wir ja. Dass wir die Bäume pflanzen in, sagen wir mal, abgerodeten ist ein bisschen falsch, sondern hier in grasbefreiter Fläche. Ja, dann lasst uns mal die Folge einfach ein bisschen nutzen, das alles zu testen. Haben wir denn irgendwo
So, immerhin haben wir einen Apfel. Da werden wir hier einfach mal ein bisschen drumherum frei machen und dann werden wir mal schauen, wenn wir da einen Apfel fallen sehen, dass wir den vielleicht finden. Also das tut mich jetzt nicht so ganz überzeugen, ehrlich gesagt, bei Rising World, dieses Hunger und Durst, oder die Hunger und Durst Implementierung ist derzeit für mich ein bisschen, sagen wir mal, suboptimal. Erstens mal sieht man das wirklich im hohen Gras nicht. Und dann ist es meiner Meinung nach auch recht wenig und recht umständlich. Wir haben es beim Kochen gemerkt. Beim Kochen war es auch irgendwie, dass wir zwei Schweine brauchten, um letzten Endes ein Fleisch rauszubekommen. Und das hat ja auch nicht so lange gehalten. So. Aber ja gut, da wird ja auch noch was dran gedreht. Das ist ja erstmal nur so die erste Implementierung an sich. Das ist ja alles nicht fix. Ich denke, da wird noch eine Menge mehr kommen. Das war auch in anderen Spielen so. Okay, hier rollen auch die Äpfel jetzt nach unten. Und der Baum, der fällt gleich mal runter in die Höhle. Okay, dann ist das schon mal ein bisschen praktischer. Ja, der Baum, der liegt jetzt da unten. Also mal gucken, dass wir hier uns irgendwie an der Leiter nach unten hangeln. So, jetzt. Hätte es mit den Leitern funktioniert bei mir irgendwie noch nicht so ganz. Entweder bin ich dafür wirklich zu doof oder ich weiß es nicht. So, da holst du mich hier mal weg. Ja, super. Und richtig tief in die Höhle rein. Warum auch nicht. Aber wir hatten ja hier irgendwie einen Weg nach unten wieder. Bin ich irgendwo ein paar Lichter noch dabei? So. Die können wir ja nirgendwo setzen, habe ich das Gefühl. Autsch. Ich kann die Lichter hier nirgendwo hinsetzen. Wo haben wir denn unsere Fackel? Gut, da rollen sie. Klingt auch jetzt ein bisschen bedrohlich, wenn man hier lang geht. Ich hätte schwören können, dass ich die Dinger hier ab hinrollen sehen. Aber anscheinend ist das wohl nicht so. Na gut, dann müssen wir mal schauen. Also wegen dem bisschen Holz, ehrlich gesagt, hätte ich auch gar nicht runtergehen brauchen. Macht ja nichts, dann können wir uns hier wenigstens noch mal ein bisschen umschauen. Wenn ich denn hier hochkomme, komme ich anscheinend nicht. Muss ich wieder außen rumgehen, na gut. Ja, das haben sie ein bisschen was an Musik, glaube ich, implementiert. Das war beim letzten Mal hier wohl noch nicht so. Wow. Ein ganzes Holzstück habe ich jetzt hier gefunden. Ist ja ein Traum. Hier hat man mal ein bisschen was abgebuddelt, okay. Werden wir wieder ein bisschen nach oben gehen. Denn ja, hier kommen wir hoch, okay. Ja gut, das hätten wir uns jetzt wirklich schenken können, wegen dem bisschen Holz. Das hätten wir ruhig hier unten lassen können. Das ist nicht so wichtig. So, hier müssten wir eigentlich hochkommen. Jo, da ist ein Schweini. Ah, hier liegt auch noch ein bisschen Holz. Hier sind wir mal gestorben. Daran erinnere ich mich noch. Das war, glaube ich, wo wir mal selbst runtergesprungen sind, oder?
So. Da ist Schweini und... Ja, komm, da hoch. Na komm, 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 hopp, hopp, hopp. Zack. Wir sollten hier vielleicht irgendwann mal auch so einen anderen Aufweg bauen. Weil jetzt muss ich jedes Mal zu dieser blöden Treppe. Das ist, glaube ich, auch nicht so sinnvoll. Na gut. Ja, dann haben wir die Folge mal ein bisschen... Da hinten sehe ich noch eine Wassermelone. Sehr schön. Haben wir die Folge mal ein bisschen wenigstens was rausgefunden. Wie das so mit dem Essen Trinken funktioniert. Wir haben ein paar Äpfel gesammelt, ein paar Melonen gesammelt. Sind also gewappnet dann für die nächste Folge, wenn wir den Weg weiterbauen. Ich denke, ich bleibe einfach mal stehen. Ein bisschen was haben wir gelernt und ja, ist meiner Meinung nach nicht optimal implementiert, aber für den Anfang was soll's. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Das Spiel wird entwickelt und ja, das war das letzte Mal noch nicht drin. Jetzt haben wir es drin, damit müssen wir leben, damit können wir leben. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Wising World wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.